Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von This War of Mine. Ja, Pavel verspätet sich ein bisschen, das kann aber nicht eigentlich lange dauern, bis der da ist. Wir haben Tag 36 und wir müssen auf jeden Fall gucken, dass Maren... Ja, der ist total krank und der bewegt sich wahrscheinlich gar nicht mehr, das heißt, ich habe auch ein Problem. Ich gehe von aus, der wird sich dann gar nicht zu den Tabletten bewegen wollen, oder? Genau so sieht's aus. Super. Dann könnte ich schon fast sagen, haben wir den auch verloren, ne? Ja, hungrig. Sind die anderen beiden noch unterwegs? Sie ist genauso. Am Boden zerstört, am Boden zerstört. Der Einzige, der jetzt nicht am Boden zerstört sein wird, ist dann Pavel und der ist nicht gerade da. Ja, das ist ja echt super, ne? Oder? Ja, dann können wir nur warten, bis der da ist. Dann können wir hier was machen, da sollten wir gucken. Essen ist auch schon da, das wird der erste Schritt sein. Aha, da kommt er. Pavel geht's auf jeden Fall besser, ne? Den müssen wir nur im Auge behalten. Und er ist etwas müde, etwas sehr müde. Und wir haben kein Bett für den, auch super. Was hat denn Pavel überhaupt zu berichten hier? Okay, erste Tat, das Fleisch da rausnehmen. Irgendwie hat er auch wohl gerade keine Lust, oder was? Kriege ich ihn doch noch hin. Es wird nie vorbei sein, ja, genau. Das machen wir wieder rein. Dann geht er essen, weil er ist hungrig. Und er ist sehr müde. So, dann geht er hier unten Feuer machen. Und dann gehen wir hier hinten weiterhin. Feuerholz hatten wir noch. Gucken, dass wir noch Wasser machen können. Ich glaube, laufen brauchen wir nicht, ne? Das wird sowieso nicht gehen. Nee. Kann es sein, dass wenn man da draufklickt, dass die Person ihm das bringt? Das reicht mir, ich halte es nicht mehr aus. Das testen wir doch mal gerade, ne? Gut, bringt jetzt Pavel Maren die Tabletten? Oder nicht? Nicht. Er geht jetzt da runter. Ja, er ist verletzt. Kann er ihm denn die Tabletten geben? Das sieht wohl so aus, oder? Tatsächlich, das funktioniert. Aber es wird hier nicht... Doch, es ist weniger. Gerade ist es weniger geworden. Das ist doch schon mal super. So, dann geht er schlafen. Und Maren ist ja jetzt wach. Dann kann er auch essen gehen, oder? Nee, macht er nicht.
Gut, dann müssen wir das abwarten. Wir können uns das gar nicht leisten, das jetzt abzuwarten, oder? Oder doch? Kann Katja denn gleich? Krank, erholt sich, hungrig. Er ist sehr hungrig, ne? Ja, die Zeit läuft uns davon. Ich kann es jetzt aber nicht ändern, ne? Vielleicht schaffe ich es wenigstens, dass er nur noch müde ist. Aber ich glaube nicht. Der steht noch sehr müde. Also diese Sprechblasen hier oder diese Blasen hier oben haben dann doch was zu tun, ne? Da kann man mit den Leuten sprechen. Gut. Ist so jetzt. Tabletten. Er hat auf jeden Fall seine Tabletten gekriegt. Das war schon mal viel wert. Gut. Die beiden kann ich nicht losschicken. Sie ist deprimiert, er ist krank. Er schläft im Bett, sie schläft im Bett und ja, plündern kann nur der Pavel, aber der ist sehr müde. Aber ich werde es noch einmal machen müssen. So, wo gehen wir hin? Das ist die Frage. Eine Menge Lebensmittel, Werkzeuge, Medikamente, Waffen, Handel. Vorsicht ist geboten. Sollten wir nochmal handeln gehen? Hm. 68, hier wäre 17 auf dem Hauptplatz, da kann man auch handeln. Ruhiges Haus, 47, da ist aber auch nicht mehr ganz viel zu holen. Da auch nicht. 28 haben wir da. Menge Medikamente, eine große Menge Waffen, etwas Teile, Vorsicht ist geboten. Ja. Doppelhaushälfte. Menge Lebensmittel, eine große Menge Waffen und Gefahr ist da auch. Bombardiertes Haus, haben wir fast leergeräumt. Zerstörte Villa, da geht noch was. Da sind die Deserteure drin. Kirche waren wir gerade erst. Krankenhaus. Er ist verletzt. Das würde ja bedeuten, dass er da vielleicht auch verarztet wird. Baufällig besetztes Haus. Ja, die Schule ist auch nochmal interessant, ne? Kleines Wohnhaus. Und die zweifelhaften Gestalten. Ja, was machen wir jetzt? Militärstützpunkt? Machen wir noch gar nicht, oder wie? Da können wir was handeln. Komm, wir gehen mal gucken, was wir handeln könnten. Das wollen die doch alle gar nicht haben. Das auch nicht. Zigaretten würden die vielleicht handeln wollen, ne? Nee, da gehen wir nochmal zurück. Ich glaube, ich gehe nochmal ins Krankenhaus, oder? War bei der Baustelle noch irgendwie? Ja, da ist noch was, da müssten wir nochmal hin. Was haben wir denn hier? Die nicht. Ja, ich glaube, da gehe ich nochmal zur Baustelle. Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob ich da unbedingt einen Dietrich bin. Eine Säge bräuchte ich, das wäre es. Die habe ich natürlich nicht. Schwierig. Wahrscheinlich ist da irgendwas, ich meine, mich erinnern zu können, dass da irgendwas aufzusägen ist. Ja. Ja, 50% Lebensmittel, Medikamente. Ich glaube, das machen wir. Wir gehen dahin. Ich weiß nicht, war das bei den alten Leuten vielleicht? Müssen wir gucken.
Da ist niemand, oder? Guck erstmal durch die Tür. Was gibt's da? Kaffee. Gehen wir durch. Ich weiß gar nicht, ob hier jemand ist oder nicht. Guck mal hier. Waffen. Da geht's richtig rund in dem Haus. Und da, das nehmen wir auch alles mit. Ist jetzt vielleicht nicht toll, aber was wollen wir machen? Irgendwie müssen wir auch weiterkommen. Das ist zu, okay. Dann gehen wir noch da. Ist ja die Tür eigentlich auf? Ja, ich mache sie lieber zu, das ist mir angenehmer. Na, da weiß man wenigstens, dass man nicht unbedingt entdeckt wird. Hier ist niemand. Da ist noch ein Kühlschrank. Können wir alles mitnehmen. Wie ist es da? Machen wir einmal auf. Okay, ein Fass. Ich hoffe, hier ist kein Sniper. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Irgendwas müssen wir hier lassen. Den Kompost. Und den Tabak. Das ist mir, glaube ich, wichtiger im Moment. Geht nicht. Gut, gucken wir noch weiter. Hier unten was zu finden? Nö. Dann mal nach oben. Da oben ist noch was zu holen. Zweimal sogar. Mal in den Schrank rein. Tabak. Nee, brauche ich nicht. Hier ist jemand wahrscheinlich drin. Ne? Holz. Kann ich auch nicht mitnehmen. Privatholz ist das. Da ist auch niemand, glaube ich. Steht da. Na dann. Gucken wir weiter, was hier noch im Badezimmer müsste es ja sein, oder? Haben wir schon ein Badezimmer gehabt? Ich glaube nicht. Das müsste im Badezimmer sein. Da ist aber auch niemand drinne. Und da können wir nur noch das mitnehmen. Wenn denn überhaupt was sinnig da ist. Ja. Die kommen auf jeden Fall mit. Und ja. Was lassen wir hier? Gute Frage, ne? Wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, wenn. Das würde ich eher mitnehmen wie das.
Fleisch brauchen wir auch nicht unbedingt. Da sind wir schon besser gesichert mit. Ja. Ich glaube, das war's dann auch, ne? Also hier sind noch ein paar Sachen, die wir holen könnten. Aber brauchen tun wir die nicht. Erstmal. Wenn wir mal eine Spritztour machen wollen, ohne Risiko, dann gehen wir hier hin, ne? Gut, dann würde ich sagen, soll es aber auch für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.